Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bike Guru. Mein Name ist Florian und ich arbeite für das Zweiradcenter Stadler. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, Reifendruck. Und damit ihr auch mit dem richtigen Reifendruck unterwegs seid, müsst ihr drei wichtige Sachen beachten. Zum einen habt ihr das passende Ventil auf eurem Fahrrad. Zum anderen habt ihr die passende Pumpe auch für das Ventil. Und zum anderen, welcher Reifendruck gehört in welchen Reifen rein. Und um das rauszufinden, kriegt ihr jetzt ein paar Tipps von mir. Zum ersten starten wir natürlich mit den Ventiltypen. Zum einen gibt es das typische Autoventil. Vor- und Nachteil, der Luftdruck ist relativ schnell drin und ihr könnt es an jeder Tankstelle aufpumpen, egal wo ihr seid. Das zweite ist das französische. Es ist typisch für Mountainbikes oder auch für das Rennrad. Allerdings braucht ihr für das besondere Ventil auch eine besondere Pumpe. Das dritte und älteste Ventil ist das typische Hollandventil. In dem Fall lässt sich auch mit dem Kompressor an der Tankstelle oder in dem Fall auch mit einer speziellen Pumpe dieses Ventil ganz einfach aufpumpen. Das zweite, was ihr für den richtigen Reifendruck braucht, ist natürlich die richtige Pumpe. Am besten geeignet sind Pumpen mit einem Manometer und am besten mit einem Ventilkopf für alle Ventile. Somit lässt sich jedes Ventil auch zu Hause ganz locker aufblasen. So, und der letzte und wichtigste Aspekt für den perfekten Reifendruck ist und bleibt natürlich unser Reifen. Die Reifenhersteller geben eine Richtlinie, die sich an der Seite des Reifens befindet. Ein kleiner Tipp von mir, tut euch genau in der Mitte des Minimaldrucks und des Maximaldrucks aufhalten. Somit habt ihr genug Luft im Reifen, damit er pannensicher ist. Und ihr habt genug Luft im Reifen, damit er schön rollt und komfortabel ist. So, und wie man den Reifen richtig aufpumpt, zeige ich euch jetzt. Und damit auch ihr zu Hause eure Reifen richtig aufpumpen könnt, hier nochmal ganz kurz. Ihr müsst wirklich kontrollieren, welches Ventil habt ihr zu Hause auf eurem Reifen. Wie vorhin schon besprochen, gibt es drei verschiedene. Wir haben zum einen das Autoventil, zum einen das Hollandventil und als letztes unser französisches Ventil. Also kontrolliert bitte zu Hause, welches Ventil habt ihr. Damit ihr auch zu Hause richtig aufpumpen könnt, eignet sich natürlich eine Stabluftpumpe mit einem sogenannten Manometer. Standluftpumpen haben meistens zwei Kopfseiten und wie man damit umgeht, das zeige ich euch jetzt. Nun beginnen wir einfach mit dem Autoventil. Das Autoventil ist meistens grün gekennzeichnet. Wenn ihr es aufpumpen wollt, nehmt ihr die Ventilkappe runter, nehmt eure Stabluftpumpe mit der dicken Seite, drückt die ordentlich drauf und nehmt den Hebel nach oben. Somit ist der Luftzirkel geschlossen. Jetzt könnt ihr mit einer Stabluftpumpe euren gewünschten Reifendruck einfach in das Ventil pumpen. Wenn der gewünschte Reifendruck im Ventil bzw. im Reifen ist, drückt ihr den Hebel nach unten und zieht die Luftpumpe einfach ab. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft, ist die Ventilkappe wieder aufzusetzen. So schützt ihr das Ventil vor Dreck und Luftentweichungen. So, meine Lieben, das zweite Ventil, was ich euch gerne vorstellen würde, ist das Hollandventil, auch das sogenannte Blitzventil. In der Handhabung ist es genauso einfach zu bedienen wie das Autoventil. Ihr müsst einfach die Sicherungskappe oben abschrauben, nehmt euch eure sogenannte Stabluftpumpe mit der dünnen Seite, ganz wichtig, und setzt diese auf das Ventil. Wenn das Ventil gut sitzt, nehmt den Hebel nach oben und wenn der Hebel richtig sitzt, könnt ihr einfach dieses Ventil aufpumpen. Wenn ihr den gewünschten Luftdruck habt, nehmt den Hebel wieder runter und zieht die Luftpumpe einfach wieder ab. Und last but not least, unser drittes Ventil und auch das gängigste Ventil, vor allem bei Rennrad- und Mountainbiker, ist das französische Ventil. Die Eigenschaft des französischen Ventils ist, dass es mit einem Gegenventil arbeitet, da dieses Ventil Gegendruck hat. Ihr müsst, wenn ihr das aufpumpen wollt, nicht nur die Kappe runternehmen, sondern auch die obere Ventilkappe runternehmen und kontrolliert wirklich mal, ob da Luft rauskommt, wenn ihr auf das Ventil draufdrückt. Wenn euch Luft entgegenkommt, ist das Ventil geöffnet. Nehmt auch wieder die dünne Seite an eurer Stabluftpumpe, ganz wichtig, die dünne Seite, und achtet beim Draufmachen, dass ihr beim französischen Ventil sehr gerade drauf geht, weil das Ventil ganz leicht verbogen werden kann. Wenn das Ventil sitzt, wie bei allen anderen Ventilarten, den Hebel einfach nach oben klicken und wenn das Ventil bzw. die Pumpe richtig sitzt, fangt einfach das Pumpen an, bis ihr euren gewünschten Reifendruck erreicht habt. Wenn dies der Fall ist, wie bei allen anderen Ventilen, den Hebel weglegen, das Ventil abziehen. Und jetzt ganz wichtig beim französischen Ventil, kontrolliert den Gegendruck und verschließt das Ventil am oberen Ende. So, meine Lieben, in der heutigen Episode haben wir euch die drei Ventilarten gezeigt.
Und ich hoffe, ihr wisst jetzt mit den Tipps und Tricks, die ich euch gezeigt habe, wie ihr euer Fahrrad zu Hause mit dem richtigen Ventil aufpumpt. Wenn ihr noch Fragen habt in Sachen E-Bikes, zu Displays, Motoren oder auch zu Reifendruck, schreibt uns in die Kommentare, tut unseren Channel abonnieren und in diesem Sinne einen schönen Abend, euer Bike-Guru.